mein Name ist Katharina Thies und ich bin Mitarbeiterin im IWD, Institut für Wissenschaftsdialog, und ich bringe die Methode der angeleiteten Selbstlerngruppen mit Lernscouts mit. Mit Gruppenarbeit haben viele Studierende bereits Erfahrung, schon allein aus der Schulzeit heraus. Einige Studierende sagen, Gruppenarbeit, das finde ich total gut, das ist klasse, das gefällt mir, weil ich brauche einfach auch den Austausch mit anderen. Andere Studierende sagen, naja, Gruppenarbeit ist eigentlich nicht so meins, ich lerne viel lieber alleine, das ist ja effektiver. Grundsätzlich gilt, ob eine Gruppenarbeit erfolgreich ist und ob sie, ja, für die einzelnen Gruppenmitglieder auch wirksam ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und bedarf in der Regel einer Anleitung. Und aus diesem Grund haben wir das Angebot der angeleiteten Gruppenarbeit mit Lernscouts geschaffen. Ja, unter dem Motto von Studierenden für Studierende unterstützen unsere Lernscouts studentische Lerngruppen. Das entweder in der Selbstlernzeit der Studierenden oder in der Präsenzzeit. Das heißt direkt in Seminaren zu Lehrveranstaltungen. Als ideale Gruppengröße empfehlen wir 5 Studierende. Und je nach Aufgaben und Fragestellungen können Lernscouts auch 2 bis 3 Gruppen parallel betreuen. Wenn die Teilnehmeranzahl größer wird, dann setzen wir mehrere Lernscouts ein. Die Inhalte, also das, was die Gruppenmitglieder in ihrer Gruppe bearbeiten möchten und welche Ziele sie mit ihrer Gruppenarbeit verfolgen, wird von den Gruppenmitgliedern eigenständig festgelegt. Und ist davon abhängig, ja, mit welchen Fragestellungen oder Aufgabenstellungen oder welche Themenbereiche die Gruppenmitglieder aus ihren Lehrveranstaltungen in die Gruppe einbringen. Aufgabe der Lernscouts ist es, die Zielfindung und die Diskussion in der Gruppe zu moderieren und auch die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder zu fördern. Die Lernscouts geben auch fachliche Unterstützung, das allerdings nach dem Prinzip der minimalen Hilfe. Das heißt, sie geben nur so viel Hilfestellung, wie benötigt wird, sodass die Gruppe anschließend eigenständig weiterarbeiten kann. Zudem greifen die Lernscouts auf ein Repertoire von Gruppenarbeitsmethoden zurück, wie zum Beispiel das Gruppendrehbuch oder auch Methoden zu Feedback und zu Ideenfindung. Studierende oder Lehrende wenden sich an uns, wenn sie das Format der angeleiteten Gruppenarbeit für ein Modul hinzuziehen möchten. Wir suchen dann geeignete Studierende, das heißt Studierende, die das Modul bereits erfolgreich absolviert haben und die auch ein Interesse an der Lernscout-Tätigkeit mitbringen. Die Studierenden erhalten dann eine Qualifizierung zur Lernwegbegleitung. Und die Qualifizierung beinhaltet Workshops aus den Bereichen der Schlüsselkompetenzen, wie zum Beispiel Lernen und Motivation, Präsentieren und Moderieren, Gruppendynamik, Rollen in Teams, Umgang mit Diversität, Umgang mit Konflikten oder auch Zeit- und Selbstmanagement. Nach Abschluss der Qualifizierung sind die Studierenden dann bereit, als Lernscout eingesetzt zu werden. Sie bieten dann regelmäßige Termine an, zu denen sich die Studierenden in Gruppen einfinden können und eben die Betreuung durch die Lernscouts erhalten. Das Angebot ist eine Ergänzung zum bestehenden Lehrbetrieb. Die Teilnahme ist in der Regel freiwillig. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht alle Studierende mit diesem Angebot erreichen. Die Studierenden, die regelmäßig an dem Angebot teilnehmen, die sind begeistert. Zum einen hinsichtlich ihres fachlichen Lernens, da sie nochmal die Gelegenheit bekommen, in Austausch mit anderen auf fachliche Inhalte zu gucken, neue Sichtweisen und Perspektive auf fachliche Inhalte kennenzulernen, dadurch auch Wissenslücken aufzudecken und diese im Idealfall zu schließen. Sie profitieren aber auch für ihr überfachliches Lernen. Durch die Interaktion mit anderen erweitern sie ihre sozialen Kompetenzen, wie zum Beispiel Team- und Kooperationsfähigkeit oder auch Kommunikationsfähigkeit. Auch die Lernscouts profitieren von der Ausbildung und von dem Einsatz. Zum einen erwerben sie eben in der Ausbildung Grundlagen in den Bereichen Schlüsselkompetenzen und zum anderen üben sie in ihrem Einsatz den ganz konkreten Umgang mit Gruppen, was ihnen dann später, wenn sie zum Beispiel im Beruf selber in Teams arbeiten oder auch Führungspositionen anstreben, zugutekommt.
Zudem profitieren auch die Lehrenden, da die Lehrenden nochmal eine weitere, Kommunikationsebene zu ihren Studierenden bereitstellen. Die Studierenden haben mit dem Lernscout die Gelegenheit, mit Fragestellungen zu kommen oder mit Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sie vielleicht dem Lehrpersonal gegenüber nicht äußern würden. Und so hat der Lehrende auch nochmal die Gelegenheit, aus einer anderen Perspektive von Herausforderungen und Schwierigkeiten der Studierenden zu erfahren. In der ersten Projektlaufzeit von 2012 bis 2016 haben wir an den drei Standorten Lemgo, Detmold und Höxter rund 400 Lernscouts eingesetzt. Ja, semesterweise betreuen wir rund 50 Module. Die Hochschulbefragung hat gezeigt, dass von den befragten Studierenden 86% das Angebot kennen, auch rund 40% an dem Angebot bereits teilgenommen haben.